Zahlen und Fakten, die sprechen ganz klar für die ZSC Lions am heutigen Abend. Vor genau 2 Stunden ist die Mannschaft von Mark Crawford hier in der Kolping Arena angekommen und sie haben extrem fokussiert gewirkt. Es ist also davon auszugehen, dass sie aus den Viertelfinal- und Halbfinalserien etwas gelernt haben, wo sie zweimal über die 7 Spiele hineingehen mussten. Wir auf jeden Fall haben einmal die bierfeste Kleidung montiert. Ob es dann aber wirklich zu Bierduschen kommt oder nicht, das entscheidet sich jetzt gerade auf dem Eis und vielleicht auch ein bisschen in den Köpfen der ZSC Lions. Es geht jetzt los mit dem ersten Drittel, kommentiert von Thomas Rottmeier. Die Frage ist, schreiben wir bereits das letzte Kapitel in dieser Finalserie zwischen den ZSC Lions und den Kloten Flyers? Sind das schon die letzten Seiten? Und meine Frage, gibt es diese Finalserie also bloß im Taschenbuchformat? Etwas dünn, etwas dünner, als man sich das vielleicht erwartet, erhofft hat. Die Kloten Flyers im Stolz verletzt, setzt das für das 4. Spiel heute Abend gegen Mark Crawford und die ZSC Lions noch nötige Kräfte frei, um vorerst einmal in diesem Spiel zurückzuschlagen. Auf der anderen Seite die ZSC Lions selber natürlich wehe, wenn der Löwe die Beute riecht. Und das ist sie, die Beute. Ich weiß zwar nicht, wie sie riecht, ich habe es nicht versucht, aber das ist jetzt der Fall und nur noch ein Sieg bis zum Biss in die Meistermedaille und natürlich in den Twins Game, den Pokal der National League A. Heute also könnte sie den Besitzer wechseln und das gilt jetzt für jedes Spiel, das die ZSC Lions nicht gewinnen können. 4. Duell zwischen Blau-Weiß und Blau-Weiß quasi. Und jetzt wird aber die rot-weiße Nationalhymne. Eine Finalniederlage ohne einen einzigen Sieg ist den Golden Flyers bisher zweimal passiert. Das liegt aber schon Jahre zurück und das will man natürlich nicht noch einmal erleben. Jan Tabacek, er erlebt nur die Finalserie in den Playoffs für die ZSC Lions und das macht er bisher souverän, kommt also heute zum Einsatz für den verletzten Marc-André Bergeron. Bei Kloten ein Wechsel, Josh Hennessy wird heute spielen für den Topscorer, für Peter Mueller. Und man kann es auch so interpretieren, Felix Hollenstein muss einfach irgendetwas versuchen und wirklich Optionen hat er ja nicht in diesem Fall. Und das ist die einzige, um hier etwas zu machen. Somit also Tommy Santala, Topscorer bei Kloten für dieses Spiel. Hier Dan Fritsche, er ist der einzige Mann, in allen Finalspielen, die sie gepunktet hat. Und somit ist er auch der Final-Topscorer zurzeit. ZSC Lions mit einem einzigen Wechsel. Und zwar ist es Mike Künzle, der heute mitmacht. Sven Senteler dafür überzählig. Da eben Mark Crawford auf die Center Shannon Gunti, Draxler und Fritsche zurückgreifen kann. Kloten Flyers, keine Chance mehr. Und die muss man nutzen. So könnte man es auch sagen. Also zu verlieren gibt es definitiv für die Flieger nichts mehr.
Vor über 26 Jahren haben die Golden Flyers zweimal eine Finalserie zu Null verloren. 1988 und 87 gegen das Atom Lugano. Damals brauchte es aber im Gegensatz zu heute nur 3 Siege bis zum Meistertitel. Und 3 Siege haben auch die ZSC Lions und Ronald Kennings zurzeit in der Tasche. Heute könnte es der 4. werden und somit das Saisonende für uns alle. Wir werden sehen, die ZSC Lions in Weiß, der Gast im ersten Drittel von links nach rechts. Das ist Patrick Ehring, dann Stoffel. Frick, hier Ryan Keller, abgewebelt. Ein guter Start wäre natürlich wichtig aus Sicht der Heimmannschaft, damit es doch noch etwas wird mit dem ersten Sieg. Hier haben wir McCarthy, hat etwas lange gebraucht, um hier auszuholen. Josh Hennessy mit der Möglichkeit. Und solche Szenen meine ich, wenn ich von einem guten Start spreche. Noch eine Chance für Liniger. Beziehungsweise Seger hier auf Tabacek zurück. Also erste Schrecksekunde für die ZSC Lions. Nilsson, gute Übersicht, Platz jetzt für die ZSC Lions. Und da war es Jan Tabacek mit seiner Chance in der 2. Minute. Mir. Fritsche gegen Jenny. Der Marcel Jenny. Aurelio Lem. Dupont. Das Tor von Fierler hier wieder gut abgeschirmt worden. Herren bringt die Scheibe auf Lukas Fierler. Das hier, die Breakchance für Josh Hennessy. Und da ist mir gleich Ryan Keller und Dan Fritsche in den Sinn gekommen. In dieser Finalserie haben sie mit ähnlichen Chancen getroffen. Die Golden Flyers hier mit Josh Hennessy nicht. Das sind eben ganz wichtige Gelegenheiten, die man in einer Finalserie eigentlich nicht auslassen darf. Schon gar nicht, wenn man 0-3 zurückliegt. Bodenmann, bedient von Santana. Kein Problem für Lukas Fierler. Vor dieser Partie heute die Golden Flyers sogar noch mit mehr Schüssen, mit 106 gegenüber 91. Und doch das Torverhältnis 8-3 in allen 3 Spielen zugunsten der ZSC Lions. Brent Driver. Für ihn könnte es auch ebenfalls das letzte Spiel sein heute, aber dann für immer. Da gibt es dann keine nächste Saison. Nach 30 Jahren als Schiedsrichter wird er zurücktreten. Heute mit Daniel Stricker. Im Einsatz Nicolas Fleury und Joris Müller. Die beiden Linesmen hier. Nicolas Fleury, der dann in Minsk anlässlich der Weltmeisterschaft mit dabei sein wird. Jennings, Stoffel, Ryan Keller, Jennings abgeschirmt von Erik Blum, Santala, Matthias Bieber, Danz da,
in Lindenbacher. Shannon, Lindenbacher. Und Schelling. Also mit der Schaufel an der Kehle die Kloten Flyers in diesen ersten Minuten gewillt, da noch einmal etwas zu bewirken. Frage, die aber schon im Studio aufgekommen ist, wird es reichen, auch aufgrund der Personaldecke, eben im Vergleich mit den Stadtzürchern. Die nehmen alle vier Linien einen Unterschied ausmachen können. Sven Bühler. Und hier Micky Dupont. Sega, dann Drasner. Der ist in seinem zweiten Finalspiel. Gleich getroffen am Donnerstag nach seiner Rückkehr, nach seinen drei Sperren. Rick. Ja, Nilsson kommt hier noch an die Scheibe. Robert Nilsson! Nilsson und stark gemacht von Martin Gerber. Wichtiger Safe des Klotener Schlussmanns. Fritsche. Von Waltisberger. Auf Blindenbacher. Und hier freie Sicht. Martin Gerber. Gerber lange, lange stehen geblieben, ganz wichtig, sprich auf dem einen Knie. Also links so den Winkel verunmöglicht. Bieber. Blum gegen Keller. Santala. Ja, Shannon hätte die Scheibe eigentlich gehabt. Ist nicht mehr im Blickfeld. Van der Meer. Van der Meer für Hennessy. Josh Hennessy, dann ist der Steinmann. Und hier kommt's. Hennessy noch angeschlichen. Van der Meer dann an der Scheibe. Check. Micky Dupont. Künstler, ja, auch im Einsatz. 13. Stürmer bei den ZSC Lions.
Schelling. Fließender Beginn. Dieses vierte Finalspiel. 8 Minuten hier gleich vorbei in der Kolping Arena. Tennessee, unter anderem Dabajek und Nilsson mit den besten Gelegenheiten. Santala und dann die Chance und der Treffer 1-0. Erik Blum. Damen, die Kloten Flyers, das erste Tor. Kloten blumt also auf. 1-0 Führungstreffer in der 9. Spielminute. Santala setzt sich dadurch. Alle konzentrieren sich auf den Klotener Interims-Topscorer. Und dann im Rücken der ZSC-Verteidigung wird Erik Blum angespielt, bringt Kloten mit 1-0 in Führung. Für Blum der dritte Treffer in den Playoffs. Erster Punkt in dieser Finalserie, in der jetzt immer das Heimteam weiterhin mit 1-0 in Führung gegangen ist. In Spiel Nummer 2 ist es den ZSC Lions gelungen, das Ganze zu drehen. Tennessee. Dann Wick. Das ist Gunti. McCarthy. Lamberti. Roman Wick. In der Kunzi. Behindert worden. Die Party. Beziehungsweise Blindenbach ist es hier. Zusammen mit Dabajek. In der Verteidigung. Romano Lem. Ja, Mark Crawford und seine Mannschaft haben sowohl im Viertelfinale gegen Lausanne wie auch im Halbfinale gegen Genf Servette den ersten Matchback jeweils nicht verwerten können. Jetzt hier 0-1 zurück nach diesem Treffer von Erik Blum der 9. Spielminute. Und es gab doch schon Gelegenheiten für ein früheres. Erstes Tor, man denke an Hennessy in der ersten Minute, Tabacek in der 2. Also das ging richtig flott los hier. Auch Nilsson. Ein wichtiger Saves der beiden Torhüter. Jetzt also wieder zum das Heimteam mit dem ersten Treffer. Santala. Schelling. Dann Bodenmann hier vor Lukas Flierler. In den letzten 6 Jahren in Folge haben die Kloten Flyers die Saison immer zu Hause beendet. In der vergangenen Meisterschaft war das noch eine positive Angelegenheit, denn die Flyers gewannen die 4. Play-Out-Halbfinalpartie gegen Langnau in der Kolping Arena. Davor aber 2-mal im Finale gegen Davos zu Hause verloren, 2-mal in den Playoffs gegen Bern im Viertel und 1-mal im Halbfinale und 2008 im Viertelfinale gegen die ZSC Lions, auch als Qualifikationsdritter zu Hause die Saison beenden müssen. Das will man natürlich nicht fortsetzen. Und das ist schon eine weitere Chance für Liniger dieses Mal, um auf 2-0 zu erhöhen. Olem.
Shannon. Jennings. Die Flyers mit viel mehr Aggressivität in den letzten Partien, viel mehr Laufbereitschaft auch, vor allem ohne Scheibe. Und das stellt eben Roman Wilk und seine Mannschaft hier auch vor Probleme. Aber Stadtzürcher haben natürlich das Potenzial, um hier dagegen zu halten. Luca Conti. Die Frage ist nur, ob man es abrufen kann heute. Stoffel. Jenny. Roman Wilk sofort in Richtung Conti. Luca Conti kommt tatsächlich noch zum Abschluss. Aber dann sind die Vorderleute von Martin Gerber sofort zur Stelle. Da kommt wieder Doppeltorschütze vom Donnerstag. Aurelio Lem. Blum, Jenny, wieder Erik Blum, seine nächste Gelegenheit. Und da ist Tommy Santala bereits an der Mittellinie, wieder dran, holt für die Kloten Flyers die Scheibe zurück. Auch hier bedrängt von Bodenmann. Dann startet Kennings. Und sehen hier noch der Zweikampf fortgesetzt wird. Matthias Bieber. Etwas zu aggressiv mit dem Stock gearbeitet, aber Vandermeer riskiert dann auch noch eine Strafe, indem er hier den Kopf von Keller gegen die Bande geknallt hat. Das ist hier ein klares Verdikt. Danach aber Jim Vandermeer hier absolut unnötig. Kommt allerdings ungeschoren davon. Kommt also zur ersten Überzahlmöglichkeit in diesem Spiel und das für die Gastgeber, für die Kloten Flyers. Die sie noch kein Tor in dieser Serie in Überzahl erzielt haben. Im Gegenteil, letzten Donnerstag ein Gegentor kassiert haben. Das von Dan Fritsche. Viktor Scheppi. Hier. Sondern mit der Vorarbeit im letzten Auswärtsspiel, das zur Entscheidung geführt hat. Oder die zur Entscheidung geführt hat. Treffer von Ryan Keller. Santana. Tennessee. Hat Shannon am schnellsten reagiert. Salieni. Richter
Richie. Halbe Minute noch für die Kloten Flyers in Überzahl. Blum, Schelling. Jenny. Und jetzt Ryan Keller wieder zurück auf dem Eis. 5 Minuten noch. Im Drittel Nummer 1. Mir von Wick bedrängt. Stoffel. Drossler. Wick. Vandermeer. Sofort den Gegenangriff. Ausgelöst. Bieber. Und der Nachschuss hier von Francesco. Van Wick kommt hier um eine Strafe herum. Weiteres Rencontre mit Santala. Die Scheibe weiterläuft. Und jetzt für die ZSC Lions mit Bastl. Allerdings nicht ganz richtig in Schwung mit dem Puck auf der Schaufel. So, das sind jetzt richtige Finalemotionen. Nilsson abgelegt und Bastl verpasst hier den Ausgleich. 17. Spielminute. Jetzt sind wir im richtigen Finalmodus. Hier die Aktion. Shannon hat da Santala die Scheibe streitig gemacht und dann ging es ganz schnell. Linsson und Gerber glänzend bei dieser Chance gegen Bastl und zuvor auch die Kloten Flyers mit der Gelegenheit zu erhöhen. Dan Fritsche, weiteres Bulli am Limit von ihm. Joris Müller bei der Linesman, bei diesem Bulli. Er wird Ende Saison als Linesman zurücktreten, wird dann bei den Elite-Junioren als Head Referee, als Schiedsrichter beginnen. Da braucht es ja entsprechend Nachschub bei den Schiedsrichtern. Nico Scheppi. Blindenbacher für Tabacek. Und jetzt das Tor kurz offen bei Gerber. Josh Hennessy. Fritsche. Baltisberger. Shannon. Noch einmal Shannon, aber das Spiel unterbrochen. Hier Wick und Santala. Provokationen nehmen natürlich zu. Roman Wick, der Ex-Klotener allerdings, der sich in dieser ganzen Serie sehr gut zurückhalten konnte. Hier Shannons Aktion gegen Santala und danach dann gleich die Chance für die ZSC Lions zum Ausgleich. Luca Conti, Gehring,
gegen Wick. Kunzi. Da ist Bajci. Gut aufgehoben. Santala kümmert sich um ihn. So, Strafe jetzt gegen Kloten angezeigt. Sechs Feldspieler auf dem Eis. Nilsson ist gekommen. Patrick Bajci. Dann Kunzi. Dann haben wir Gehring. Und bei den Klotenern tobt man. Hier noch ein eigener Stock weggespielt wurde. Müsste dann eigentlich auch zwei Minuten geben. Also Micky Dupont wegen dieser Aktion hier. Ja. Crosscheck. Zwei Minuten draußen. Sprich, der Haken zuerst wurde hier geahndet. Aber auch hier gibt es keine weitere Strafe, keine dazu. Also auch die ZSC Lions. Wie die im ersten Überzahlspiel. Seger. Wilson. Wieder weg. Seger. Shannon. Letzte Minute läuft im ersten Drittel. Nilsson. Aber direktes Futter für die Fanghand von Martin Gerber. Nilsson wartet noch immer auf sein erstes Tor aus dem Spiel heraus in den Playoffs. Martin Gerber, der muss heute ein ganz großes Spiel hinlegen und das macht er bisher in den ersten 19 Minuten. Wieder Ryan Shannon. Nilsson. Und Keller. Eine feine Variante, nur Keller hier die Scheibe nicht sofort um die eigene Achse drehen können. Die Gegenspieler dann auch sofort sprechen auf seiner Höhe. Nilsson. Und Scheibe noch einmal bei Keller. Hier Glück für die Kloten Flyers, wenn er über den Puck geschlagen hat. Kloten Flyers gehen zum ersten Mal in dieser Finalserie mit einer Führung in die Pause. 1-0. Er hat das Tor erzielt. Derek Blum in der 9. Spielminute. Und es war wirklich so ein erstes Drittel in einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Da mussten sich die ZSC Lions auch zuerst einmal darauf einstellen. Auch wenn man natürlich wusste, dass die Kloten Flyers hier noch einmal alles unternehmen werden. Das ist bisher gelungen. Auch das Wettkampfglück etwas auf der Seite der Flieger in diesen ersten 20 Minuten. Andi Stoffel, der, so höre ich jetzt, der steht unten bei Annette Fetschering. Bitte schön. André Stotzel, in der 9. Minute ist mit Rückstand geraten. Ist es ein Moment von der Unkonzentriertheit, der zu dem Gegengol geführt hat? Ja, wir haben ihnen ein bisschen zu viel rumgegeben, einerseits im Ecke und nachher ist der Verteidiger auf der blauen Linie frei gewesen. Das haben sie natürlich dann gerade ausgenutzt. Wie lange ist es gegangen, bis man den Gedanken aus dem Kopf gehabt hat, was man heute erreichen mit dem Sieg? Ja, das ist von Anfang an klar. Wir müssen einfach weitergehen. Wir haben auch unsere Chancen gehabt. Es ist zwar nicht reingegangen, aber wir müssen weiter Druck machen, alles probieren. Herzlichen Dank. Ja, alles, was wir gesehen haben, das werden wir jetzt diskutieren im Studio beim Reto Müller und unseren Experten. Ja, und wir wünschen uns natürlich auch noch ein paar Augensüßigkeiten in diesem Spiel. Vorerst einmal in diesem zweiten Drittel zwischen den Kloten Flyers und den ZSC Lions. Die Kloten Flyers mit einem kleinen Schritt mal in diesen ersten 20 Minuten. Wohin aber führt der Weg am Ende noch? Ist
das ein kleiner Zwischensprint oder eben geht es dann doch noch viel weiter, aber so weit können die Spieler um Erik Blum hier natürlich noch nicht vorausschauen, haben auch überhaupt keinen Grund dazu. 1:0 führt man. Martin Gerber, der uns in der Pause auch mehrfach bestätigt natürlich hier mit seiner Leistung. Ganz groß aufgetrumpft bisher, aber der Vorsprung natürlich knapp in diesem vielleicht letzten Einsatz für Brent Ryber. 39-jährig Martin Gerber und sein erstes National League Playoff Finale. Micky Dupont, der sitzt noch 48 Sekunden draußen. Felix Hollenstein hat in der kompletten Saison mit seiner Mannschaft nie mehr als dreimal in Folge verloren. Auch da will man natürlich keine unerwünschte Premiere zum Saisonende. Zweites Drittel, ZSC Lions in Überzahl, in Weiß, jetzt von rechts nach links der Gast aus der Stadt. Mit Matthias Seeger. Da kommt sie, ein Bastel hier von Josh Hennessy gestört worden. Bastel, der auch entscheidenden Anteil hatte am Sieg am Donnerstag. Heute bekommen die Löwen wenig Entfaltungsmöglichkeiten bisher. Aber das kostet natürlich auch sehr viel Kraft, dass die Golden Flyers diese abliefern. Die Bolzaner jetzt wieder zu fünft. Patrick Bertschi hier mit dem Ablenker. Bühler. Hier gegen Shannon, dann Gehring. Und ZSC Lions kommen mit Shannon und Schäppi. Der Schäppi. Der Klotener. ZSC Lions haben es als diese einzige Mannschaft erlebt, was es heißt, mit 0:4 eine Finalserie zu beenden. Das war 2002 gegen den HC Davos. Nun, 12 Jahre später, könnten die Löwen den Rivalen Kloten ins gleiche Boot hineinreißen. Frick. Diese Scheibe nicht mehr preis. Das auf Kosten eines Bullis. Vor seinem Tor Lukas Fürler. 4 Shutouts in den Playoffs. Einmal gegen Lausanne, zweimal gegen Genf Servette und einmal gegen die Kloten Flyers. Golding Arena auch heute selbstverständlich ausverkauft. 7.624 Zuschauer. Und dann Santala. Tommy Santala, Vorbereiter des 1:0. Der beste Scorer der Klotener in der vierten und Halbfinalserie. Einer dieser Leader, der jetzt diesen Flieger endlich mal zum Starten bringen soll. In der Mitte kommt Bastel mit. Bastel, Scheider, dann Gerber.
23. Spielminute. Und der Gegenzug mit Bodenmann. Brandecker. Strandecker noch dran. Sambuli in der Klote in der Zone. Dan Fritscher hier mit der Vorlage. Also Bastel, der die letzte gute Chance hatte im ersten Drittel. Jetzt mit der ersten sehr guten Möglichkeit im zweiten Drittel. Und ich hatte das Gefühl, Bastel, der hat hier die Scheibe nicht richtig getroffen. So war es wie eine dankbare Höhe auch für Martin Gerber. Roman Wick. Da ist die Scheibe zwischen Stock und Körper von Gerber. Quer durch den Torraum gefahren. Wieder Wick. Niki Dupont das Duell verloren. Und Bühler fällt die Scheibe vor die Schaufel. Künzle. Seger. Schäppi. Shannon. Wirbelt Peter Schäppi. Zusammen mit Keller. Ryan Keller, viel Verkehr hier vor Martin Gerber, der jetzt lange die Scheibe auch nicht gesehen hat, aber die hat seiner Sicht längstens aus eigener Drittel verlassen. Kennitz. Ronald Kennitz. Nilsson. Die ersten 5 Minuten sind vorbei. Mittelabschnitt. Der Qualifikationssieger den Druck diese etwas erhöhen. Tommy Santala, 3-2 Situation. Santala, Gehring, kann dieses Zuspiel allerdings ablocken. Nilsson kriegt seiner Mannschaft den Wechsel, aber fast dem Gegner noch eine Chance. Bieber. Mir. Lieber. Und dann ist der Steinmann, legt noch einmal zurück. Randecker. Vandermeer. Jetzt auch wieder die Antwort. Der Gastgeber hier. Steinmann. Und immerhin gibt es einen weiteren Scheibeneinwurf vor Lukas Bühler. Randekant, da war Dan Fritsche noch dran. Da brennt es auf beiden Seiten, auf den Spielerbänken. Spannung natürlich, entsprechend hoch hier. Finalspielnummer Frick. Tedesco.
Francescu. Daar komt hij, Vanim Tabacek. Lange nicht unterbrochen worden, jetzt aber dann doch. Scheibe landet über der Plexiglasscheibe. Viele Arbeitgeber im Kanton Zürich werden sich wohl wünschen, dass die ZSL1 heute den Sack zumachen, damit dann Ostersonntag und Ostermontag gefeiert werden kann. Und nicht erst noch. Ausnüchterungsphase. Kommt seinem fünften Spiel. Das wäre dann am Montag, späten Nachmittag. Da wäre das Risiko dann schon größer, dass am Dienstag nicht jeder in der Region zur Arbeit erscheint, wenn es dann zur Entscheidung kommen würde. Aktuell weiterhin die Kloten Flyers mit der 1:0-Führung. Seit der 9. Minute hält die Bestand. Stoffel. Hier Santaler. Kommen da nichts um ein Icing herum. ZSL1 haben die letzten 6 Finalserien immer abwechslungsweise zu Hause oder auswärts beendet. Sei es jetzt mit einem Sieg oder einer Niederlage gewesen. Vor 2 Jahren war es in Bern auswärts, also wäre theoretisch wieder auch ein Heimende der Serie. Jetzt dran. Steve McCarty, Meisterschütze von 2012. Stopp. Das Spiel unterbrochen. Hier von Ronald Scannings. So noch Hennessy und dann Liniger. Der letzte Einsatz. Sofort kümmern sich die Klotener darum, dass es keine Gegenzugmöglichkeit für die ZSL1 gibt. Und das ist auch nicht der Fall. Hennessy gegen Fritsche. Roman Wick. Abschluss von Bühler. Nochmal Jack. Conti auf oder in Richtung Weg. Roman Weg offside, aber Francescu läuft da noch nach gegen den Topscorer der ZSL1. Immer auf 181 Nitos Dangescu. Und das war eben das eine zu viel. Der kommt hier 2 Minuten. Und das sind Strafen, die darf man sich nicht leisten. Und Roman Wick, das gilt es auch festzuhalten, bleibt einfach cool. Schlägt nicht zurück, lässt sich nicht provozieren, bleibt die Ruhe selbst, da kommt dann der Schlag. Und
Das Ganze in der 30. Spielminute. Das ist die zweite Strafe gegen die Kloten Flyers. Die erste gab es Ende des ersten Durchgangs. Also das Powerplay der ZSC Lions wurde dabei von der ersten Pause unterbrochen. Jetzt haben sie 2 Minuten Zeit. Nilsson. Schelling. Shannon. Santola. Shannon. Der lässt oder gibt die Scheibe nicht ab. Shannon, Lehnenbacher. Wieder Ryan Shannon. Ja, 30 Minuten mittlerweile vorbei. In dieser Partie ein einziges Tor. Macht zurzeit den Unterschied aus. Lehnenbacher, ehrlich gemacht auf Bertschi. Lindenbacher. Gianluca Kunzi. Wieder Bertschi. Kunzi. Hier in Lindenbacher. Bertschi. Lindenbacher. Da kommt die Scheibe. Passen verpasst ganz knapp. Bertschi. Letzten Sekunden in diesem Überzahlspiel. Luca Kunti, Lindenbacher und Stanciescu kommt zurück. Gehring. Kloten Flyers überstehen diese Unterzahl. Viele Scheiben kamen allerdings auch nicht aufs Tor von Martin Gerber. War eine der Ausnahmen, sprich zu diesem Zeitpunkt waren die Klotener auch schon wieder zu fünft. Künzle. Emmy. Unterstützung fehlt es natürlich heute nicht in diesem zweiten Spiel in der Kolping Arena für die Kloten Flyers. Kloten, die es wieder geschafft haben, das Ganze jetzt auf Augenhöhe auszutragen in dieser Partie. Alex Steinmann und Marcel Jenny. Effizienteste Schütze bei den Klotenern in den Playoffs. 13 Schüsse, 3 Tore. Und Effizienz ist natürlich gefragt in dieser Phase der Finalserie. Baltisberger und dann Kennings. Leonard Kennings. Gut gelöst von Martin Gerber. Scheibe dorthin abgelenkt, wo kein Mann stand. Zumindest kein gegnerischer Spieler. Roman Wick. Und dann Tempo auf. Fritsche. Der Fritsche.
Hat Gerber kurz die Balance etwas verloren. Fritschek konnte das nicht ausnutzen. Lieber. So, und ein Stockschlag, den Brand Driver hier geahndet hat. Gibt die nächste Strafe gegen die Kloten Flyers, gegen Simon Bodenmann. Eine Racheaktion. Ja, war zwar nicht ganz eindeutig zu sehen. ZSL 1 kommen also zum dritten Überzahlspiel heute Abend. Wir warten noch auf das erste Tor. Ryan Keller haben wir kurz gesehen. 11 Treffer in den Playoffs. Sehenswerte Bilanz. Sandecker, Romano Lem, Vandermeer und Bühler. Die vier Spieler bei den Kloten Flyers auf dem Eis in diesem Unterzahlspiel. Keller. Seger, Shannon, Nilsson, wieder Matthias Seger, Shannon, Seger an die Schulter von Martin Gerber. Nächster Versuch für den Captain. Mal direkt auf den Körper. Und für Bastl gibt es nichts mehr zu recyceln vor Martin Gerber. Das sehe ich im letzten Spiel mit seinem 100. Tor für die Zeit des Lions. Patrick Bertschi hat, was Tore betrifft, diese Serie gestartet. Spiel Nummer 1 mit dem einzigen Treffer. Schelling. Blum. Hennessy. Etwas Luft. Für die Klotener. Hälfte der Strafe gegen Bodenmann ist um. Ryan Shannon. Gunti. Luca Gunti. Dann enteilt Steinmann. Wobei das mit dem Enteilen hält sich hier in Grenzen. Dafür aber Jenny vielleicht. Mit einer Möglichkeit, Scheibe noch vor das Tor zu bringen, dem war dann aber nicht so. Es sind noch 5 Minuten im zweiten Drittel. Offside, der ZSL 1, da war Bertschi noch in der Angriffszone. Lions werden heute richtig gefordert. Ryan Shannon noch etwas verarztet. Da dürfen wir nicht hinschauen. Ich bin nicht sicher, ob Mark Crawford die Worte von Ian Stricker deuten konnte. 20 Sekunden noch dauert es. Die Überzahl für die Zeit des Delines. Kennings. Van Gerber, Draxler. Der noch versucht, etwas herauszuholen.
Maurice Draxler. Morgan Samuelsson hat es in der ersten Pause erwähnt, ein Final verlieren. Okay, das ist das eine, aber man weiß nicht mehr, wann man das nächste Mal eine Chance bekommt. Und Maurice Draxler ist einer dieser Beispiele. Drei Finalniederlagen, war eigentlich immer bei der falschen Mannschaft. 2005 mit den ZSC Lions, 2008, 2010 mit Genf Servette und jetzt soll es 2014 also mit den ZSC Lions dann endlich klappen. Geri fängt die Scheibe dann eben noch auf Stoffel. Im letzten Augenblick. Klosen mittlerweile zu fünft. Wieder am Werke. Also viel Herzblut. So der das Motto der Flyers. Man wie sehen. 36 Minuten investiert. Kinsley. Zwei Unterzahlsituationen, aber die haben doch für die Mannschaft von Felix Hollenstein einiges eben auch wieder an Substanz gekostet, an Kraft. Man muss wieder zurückfinden zur Disziplin. Die Löwen nicht weitere Überzahlaktionen ermöglichen. Berci. Wick war da noch dran, dann Bieber. McCarthy, Verteidiger ganz vorne mit dabei. Wird auch im Gesicht getroffen. Aber war es der eigene Mann? Allenfalls. Roman Wick. Gerber, Scheibe nicht blockiert und Spiel nicht unterbrochen, aber Bieber übernimmt. Patrick Berci. Kultener zu einem Befreiungsschlag gezwungen, der allerdings hier dieses Mal nicht das Spiel unterbrochen hat. Romano Lem. Aber die Lions setzen weiter nach. Scheppi. Vandermeer. Der Mann sehnt sich nach der zweiten Pause. Prompt spielt man etwas mit dem Feuer. Der eigenen Zone aus Klotener Sicht. Kennins. Gehring. Stoffel. Also in den letzten paar Minuten kaum noch eine Offensivaktion der Golden Flyers. Müssen sich auf die Defensive konzentrieren. Aber der Stopp von Baltisberger auch sehr hoch gegen Raumdecker. Baltisberger und er trifft! Tor! 1:1 Ausgleich! Spielminute. Martin Gerber ein erstes Mal bezwungen. Die Druckphase der ZSC Lions trägt Früchte. Chris Baltisberger mit seinem zweiten Playoff-Treffer. Der erste in dieser Serie. Vorausgegangen ein relativ hoher Stock von Baltisberger. Das sehen wir hier nicht mehr gegen Randecker. Und dann in Berci-Manier.
sucht sich Baldisberger den Weg vors Tor und bezwingt eigentlich Martin Gerber auf ähnliche Art und Weise wie Patrick Bertschi in Spiel Nummer 1. So viel zum Thema. Bei den ZSC Lions können eben alle vier Linien den Unterschied ausmachen. Chris Baldisberger, alles wieder ausgeglichen und das kurz vor der zweiten Pause. Eine Minute dauert der Mittelabschnitt noch. Über. McCarthy. Mundy. Seger. Steinbaum. Bertschi. Romano Lem. Ein Tor im ersten Drittel, ein Tor auch im zweiten Drittel. Nach 40 Minuten ist das Spiel hier ausgeglichen. 1:1. Was für eine Spannung dann für Durchgang Nummer 3. Die Mannschaft von Mark Crawford konnte in diesen zweiten 20 Minuten den Druck erhöhen. An der Leidenschaft der Klotener hat es nicht gemangelt, aber eben dieser Druck wurde immer größer und Chris Baldisberger, er hat in der 39. Minute den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt über die Schulter. Oder über der Schulter von Martin Gerber hindurch, hinweg dieses 1:1. Und man darf sagen, nicht unverdient. Dieser Ausgleichstreffer der ZSC Lions mussten viel Aufwand betreiben, hatten vor allem auch im ersten Drittel ihre Chancen. Kloten Flyers wehren sich, was geht hier in diesem Spiel, aber eben was geht noch, wie viel Kraft bleibt noch übrig für diese vierte Finalpartie. 20 Minuten bleiben noch. Peter Zahner gibt es heute doch bereits. Die Party hier ist wirklich alles möglich. Und Gian-Andrea Randecker und die Kloten Flyers müssen jetzt diesen Gegentreffer spät im zweiten Drittel erst einmal verdauen. Wir hören mal bei Beteiligten rein. Bitte schön, Annette Fetschering. Janik Steinmann, Kloten Flyers haben lange hinten 0 gehabt und am Schluss vom zweiten Drittel dann ein bisschen zu wenig, 2-0 gesorgt. Ja, nein, da haben wir schon Chancen. Zürich hat im ersten Drittel auch gute Chancen gehabt. Das hätte es auch schon einer machen können. Jetzt ist 1-1 und das müssen wir nehmen. Und die nächsten 20 gewinnen. Ja, es kann mit einem kleinen Fehler, sagen wir, im dritten Drittel könnte alles schnell vorbei sein. Mit was für einem Gefühl geht man da in das dritte Drittel rein? Ja, vorbei ist noch gar nicht im Kopf. Bei jedem anderen Drittel müssen wir das Drittel gewinnen, um in die Serie zurückzuholen. Herzlichen Dank. Ja, also keinen einzigen Treffer haben wir gesehen in dem zweiten Drittel. Ich komme fast mehr ein bisschen vor wie im Fußball, aber ich glaube, wenn ich dann wieder den Morgan Samuelsson und ein Finale wie dieses hier, das wünschen wir uns natürlich in diesem dritten Drittel, in Final Nummer 4. Rob Coxon, er hat auch irgendwie gesehen, dass man selber im zweiten Durchgang viel Druck gemacht hat, sich Chancen kreiert hat und entsprechend ist man natürlich froh, konnte man das Spiel hier noch ausgleichen. Und er vertraut seiner starken Defensive auch im Schlussdrittel. Man hat oder hat angesprochen, dass man die ganze Saison starke Defensive hatte und da will man jetzt ebenfalls aufbauen für die dritten 20 Minuten, egal ob das jetzt vielleicht das letzte Drittel der Saison bereits sein wird. Im positiven Sinne natürlich aus Sicht der ZSC Lions. Spiel 1 und Spiel 2 gingen schon ausgeglichen in die dritte Phase, ins dritte Drittel und so ist es also auch heute wieder. Bei den ersten beiden Partien konnten die ZSC Lions im dritten Drittel jeweils den Unterschied ausmachen. Patrick Bertschi in Spiel 1 und Ryan Keller in Spiel 2. Und die Kloten Flyers, können sie sich hier noch einmal aufraffen?
Tore holt hier. Mark Crawford mit seiner Mannschaft den Titel. Er wäre der 14. Meistertrainer seit Einführung der Playoffs in der National League. Drittel Nummer 3 ist das Finale. Drittel in der Saison 2013-2014. Gehen wir in die Verlängerung, gehen wir in ein Penalty-Schießen oder holen die Kloten Flyers den ersten Sieg in dieser Serie und zögern das Ganze mindestens bis zum Ostermontag heraus. Mit gemischten Gefühlen geht man hier in diesen Schlussgang. Ein noch einmal ganz starkes Drittel von Martin Gerber brauchen die Flyers. Dreimal in der Geschichte der Playoffs wurde ein 0-3 Rückstand noch aufgeholt. Und dennoch könnten die Kloten Flyers Geschichte schreiben, denn in einer Finalserie war das noch nie der Fall. 2006 Lugano, 2007 Zug, 2008 Davos, das jeweils immer im Viertelfinale. Wir beginnen also noch einmal quasi bei Null in dieser Partie heute Abend. ZSL 1, der Gast in Weiß, wieder von links nach rechts. Ein Fehler, ein Treffer kann jetzt hier die Meisterschaft entscheiden. Allerdings ist dann hier in diesen dritten 20 Minuten die Partie noch nicht zu Ende. Aber sowas haben wir vor 2 Jahren erlebt. Steve McCarthy jetzt hier auf dem Eis. Gegen den SC Bern damals im 7. Spiel. 2,5 Sekunden, bevor alle eigentlich dachten, es geht in die Verlängerung. Und die Kloten Flyers hatten auch ein solches Erlebnis im Halbfinale gegen Fribourg-Botteron. Also es auch noch einmal in die Verlängerung der Serie ging. Den Kloten Flyers. Eine Entscheidung ist bereits gefallen. Und zwar der EAC Biel hat sich den Ligaerhalt gesichert mit einem 3:2 Sieg gegen den EAC Visp. Also dieses Kapitel ist beendet worden. Wie sieht es mit dem der Finalserie aus? Bodenmann. Zurück ins Drittel. Und Lukas Flierler, genau eine Minute ist gespielt. McCarthy. Schelling und Seger. Kovacek. Nilsson. Jankenins. Stoffel. Eine Strafe wegen Behinderung. Robert Nilsson muss raus.
42. Spielminute. Aktion gegen Randecker. Hier ist die zweite Überzahlgelegenheit für Kloten in diesem Spiel. Hennessy übernimmt gegen Fritsche. Luki Dupont. Lieber. Hennessy. Luki Dupont. Und Josh Hennessy an der Scheibe. Und wo ist die genau? Da hat Lukas Flüeler sehr weit zurückgegriffen, zurückgelangt. Daniel Stricker stand hinter dem Tor. Gibt allerdings auch keine Proteste seitens der Kloten Flyers. Ja, hat zwar weit nach hinten gegriffen, aber die Scheibe, die war nicht in der Nähe der Torlinie. Das war hier deutlich zu sehen. Josh Hennessy. Lieber. Hennessy ohne Stock. Keine weitere Strafe. Nachdem ihm da das Werkzeug aus den Händen geboxt wurde. Guten Mann. Hennessy. Santala. Kommen hier aber noch nicht zur richtigen Chance. In Überzahl. Gehring bringt die Scheibe weg. Hat das dann ganz abgeklärt. Und jetzt ist Nilsson wieder zurück. Die ersten 4 Minuten sind vorbei. In diesem dritten Drittel. Patrick Bertschi. Schieder, Blick. Luca Conti. Marcel Jenny. Jenny kämpft da weiter. Ist die Scheibe nicht in den eigenen Reihen. In den eigenen Reihen halten Blindenbacher. McCarthy, der wird doch nicht noch einmal. Blum.
Ja, ja, Blue. Das ist Blue. Josh Hennessy. Keller, dann der Randecker, sich diese Scheibe versucht zurück zu erkämpfen. Dann aber Shannon wieder und Chappie. Löwen machen wieder Druck. Stoffel. Seiten der Zentes Alliance. Es wird intensiv hier. Das war der Stock wohl ja vom eigenen Mann, von Santala, der da Josh Hennessy getroffen hat. Jetzt mit Basteln zu tun. Da war Jack. Welche? Die Scheibe vor dem Tor bei Dan Fritsche. Der Mann, der diese ein Tor und zwei Assists gebucht hat in dieser Finalserie. Dan Fritsche hier mit seiner Chance. McCarthy. Kommt man weg. Conti. Francescu, da kommt sein Hühler, diese Scheibe nicht abfangen, Künzle. Santala. Francescu, das Spiel unterbrochen. Ärgerliche Offside-Position. Aus Klotener Sicht. Scheibe will schlicht und einfach nicht über die blaue Linie. Lecker. Die ersten 8 Minuten vorbei in diesem dritten Durchgang. Shannon gegen Santa. Beim Bulli. Decker, dann Bodenmann, immer noch, Simon Bodenmann, überlässt Vandermeer, im Rutsch dann die Scheibe unter der Schaufel quasi durch, nicht optimal getroffen,
Scheppi übernimmt. Scheppi auf Keller. Chance für die ZSC Lions zum 2:1. Vandermeer. Komm mal, Jack. Das Missverständnis dran, Damajek. Und die Vorderleute laufen in die gegenversetzte Richtung. Hier noch einmal Scheppi. Herrlich gemacht von Rico Scheppi. Seine Vorlage. Wie er sich da durchsetzt. Und dann, ja, was heißt Vorlage? Rückgabe auf Ryan Keller. Josh Hennessy. McCarty. Roman Wick. Roman Wick versucht es alleine. Martin Gerber zu bezwingen. Das wäre noch ein Ding. Er, der zwar in seiner zweiten Saison für die ZSC Lions, doch gegen die Kloten Flyers schon ein paar Punkte gegen seine ehemaligen Verein Kloten Flyers gebucht hat. Getroffen hat Wick in dieser Finalserie bisher noch nichts. Romano Lem. Abschluss von Vandermeer. Baltisberger. Müller. Selieni. Bastl. Hat von vorne auch keine Optionen gehabt, macht Bastl. Und somit also die Gastgeber wieder an der Scheibe. 10 Minuten noch im dritten Drittel. Spiel hier nicht unterbrochen, Lukas Frick. Jenny. Herren. Und wieder Aurelio Lem hier. Reagiert am schnellsten auf diesen Abpraller. Shannon. Letzten Augenblick, was der Seger, der die Scheibe noch weggenommen hat. Bodenmann. Da gibt es fast kein Durchkommen. Und dennoch ist es jetzt den Klotern gelungen, für Druck noch einmal etwas zu sorgen vor Lukas Fürler. Lindenbacher überlässt Fritsche. Drachsen aber das Spiel unterbrochen. 8 Minuten 44 Sekunden. Der Pulsschlag
dieser Finalpartie. Hier ein Treffer auf beiden Seiten. Der Fritsche, der ist noch an der Schulter. Angeschlagen. Nase und Zahn mussten bereits dran glauben in den Playoffs. Josh Hennessy. Steinmann. Steinmann von Drassel angegangen. Und ist es Vandermeer mit seiner Chance. 53. Minute. Und jetzt ist hier so richtig ohrenbetäubend in der Kolping Arena. Wem gelingt die Entscheidung in dieser Partie? Reto Scheppi hier auf Shannon. Ryan Shannon. Lothaner, seine Meisterin gezwungen. Steve McCarthy, er würde zweimal in Folge mit den ZSC Lions Meister werden, wenn es klappt in dieser Saison. 2012 Meisterschütze, letzte Saison hat er in der AHL absolviert. Und jetzt diese Saison hin wieder nach Zürich zurückgekehrt. Sieger. McCarthy. Jenny. Künstler noch einmal hier Roman Wick nach diesem Abpraller bei Gerber. Gehring von Santana. Der Gehring noch an der blauen Linie. Konnte diese Scheibe sicherstellen. Bertschi. Und das ist 6 Minuten vor Ende des dritten Drittels. Patrick Bertschi. 2001 bis 2006. Über 200 Spiele für die Kloten Flyers. Seit 2009 bei den Stadtzürchern. Nilsson. Mann gegen Kennings. John Kennings auf beides. Stock des Gegenspielers und die Scheibe. Nilsson. Vandermeer. Noch einmal. Holt ein Bulli heraus und in der Zwischenzeit konnten seine Mitspieler wechseln. 5 Minuten, 19 Sekunden noch. Und damit sind wir dann bald schon einmal so in einem Overtime-Modus. Sprich, man kann schon bald stark davon ausgehen, dass das nächste Tor diese Partie entscheiden wird.
Chancen hielten sich in Grenzen. Vandermeer und Keller hatten auf beiden Seiten je eine. Hennessy. Das ist Mickey Dupont. Rick gegen Keller. Keller davon Liniger behindert. Natürlich wird jetzt vieles laufen gelassen in dieser Phase. Scheppi, einmal Karussell und immer noch Scheibe an der Schaufel. Luca Kunzi von Schelling gestoppt. Romanli. Und Blum hat etwas Platz auf seiner Seite. Stanjescu. Gehring. Oh, der hat Nerven. Vor dem eigenen Tor. Wie Drahtseile. Der Animator an der Bande. Aber auf die Fans, mal kurze Verschnaufpause. Und dann geht's in die Schlussphase dieses dritten Drittels. McCarthy. Icing bei den Gästen. Santala, hier von Draxler im Gesicht getroffen. Es gibt eine Strafe gegen die ZSC Lions. Und das 3 Minuten 39 Sekunden vor der dritten Sirene. Hier der hohe Stock von Maurice Draxler. Das reizt natürlich auch den Chef. An der Bande der Löwen. Argument wird natürlich jetzt kommen. Das eine wird gepfiffen, das andere nicht. Aber hier war es offensichtlich. Kloten Flyers wieder in Überzahl zum dritten Mal heute Abend. Und will man die Serie verlängern, muss man diese Chance nutzen. Wir haben hier Dupont. Und dann Fritsche. Das ist der Refrainschlag. Gehring gegen Bodenmann. Santala sofort mit dem Blick, da ist aber noch keiner. Der hätte gut angespielt werden können. Noch 3 Minuten. Steinmann. Dann Blum. Vandermeer. Romano Lem. Stanjescu. Wieder Lem, Hälfte der Strafe vorbei. Lem, Ablenker und vor dem Tor Stanjescu mit der Chance. Vito Stanjescu verpasst hier die 2:1 Führung. Vier
40 Sekunden noch. Die Überzahl für die Kloten Flyers. Kieber, Hennessy. Ein Missverständnis zwischen Bodenmann und Dupont. Waren sich beide nicht schlüssig. 2 Minuten noch in Drittel Nummer 3. Dan Fritsche hat in Unterzahl getroffen am Donnerstag. Letzten Sekunden für Bodenmann und Co. in Überzahl. Simon Bodenmann. Und der Abschluss hier von Herrn. Zenith Lines wieder komplett. Steinmann. Wieder Herren. Kommt die Scheibe noch vor das Tor von Dupont. Sichere Beute aber für Lukas Flüeler. Mitos Dancescu hatte die beste Chance hier, allerdings natürlich seine Position nicht sehr günstig mit dem Rücken zum Tor. Dann die Scheibe noch auf seiner falschen Seite aus seiner Sicht. Also einfach war es nicht, eine Chance dennoch für Dancescu. Hier seine Farben, damit muss ich vorsichtig sein mit dieser Aussage, sprich seine Mannschaft in Führung zu bringen. Roman Holem gegen Shannon. Schelling. Viel Verkehr hier vor Flüeler, aber Shannon übernimmt die Scheibe. Das Spiel ist aber unterbrochen. Sekunden vor der dritten Sirene. Cyril Wühler. Da war so Schluck aus Föhler, noch die Sicht zu nehmen. Eine Herzschlag. Endphase jetzt. Also in diesem vierten Finalspiel. Leniger. Eben Seger, immer noch Leniger. Und er kämpft erneut weiterhin. Roman Wick, dann Vandermeer, Patrick Bertschi. Hält die Übersicht und jetzt gibt es eine Strafe gegen die Kloten Flyers. Roman Wick, 6 Feldspieler. Kurz bei den Zenith Lions auf dem Eis. Wegen Behinderung. Janik Steinmann, der raus muss. 21 Sekunden vor Ende der 60 Minuten. Also, wir salzen noch etwas nach. An Dramatik jetzt kaum. Ja, genau. Aua. Zu überbieten. Die Chance für die Tennessee Lions, den Titel klar zu machen, gibt es wieder ein kurz vor Schlusstor, wie 2012. Für die Stadtzürcher 21 Sekunden sind noch zu spielen. Santala hier gegen Keller. Bieber. Erster Befreiungsschlag ist geglückt. Somit also Chancen gut, sich zumindest in die Verlängerung zu spielen. Ryan Shannon. An Nilsson. Roman Wick. Und die Scheibe an die Torumrandung hier. 4 Sekunden vor Schluss. Roman Wick mit der Chance, den Titel für die ZSC Lions zu holen. In der 60. Minute
Und somit gehen wir also in die Verlängerung zum ersten Mal in dieser Finalserie. 100 Sekunden lang werden die Klotener dann auch in Unterzahl überstehen müssen. Und die Schiedsrichter schauen sich das Ganze noch einmal an, um eben sicher zu sein, sicherzustellen, ob man die Teams wirklich in die Pause schicken kann. Ryan Shannon, dann Nilsson auf Wick. Und dann landet die Scheibe am entfernten Torpfosten. Riesenglück für die Kloten Flyers. Nein, an der Latte. So, nachher in Richtung entfernter Torpfosten. Gerber hätte da keine Chance mehr gehabt. Was wäre das wieder für ein Finale gewesen, einer Meisterschaft? Und auch Gerber mit den großen Augen hier im Tor nach diesem Abschluss von Roman Wick, dem Ex-Klotener, der hier das 2:1 und somit die Entscheidung verpasst. Kommt also zur Verlängerung und Simon Bodenmann, der steht bei Annette Fetschery. Simon Bodenmann, Claude Bleier, seine Strafe, nur 20 Sekunden vor Schluss. Wie übersteht man jetzt davon vor der Verlängerung? Unbedingt, das ist jetzt eine sehr wichtige Phase, jetzt die Strafe müssen wir unbedingt überstehen. In die Schüsse hineinstehen, wie wir das bis jetzt auch gut gemacht haben. Schafft man es, das Bein nicht immer müder und die Nerven immer angespannter werden? Es ist Playoff-Finale, das wichtigste Spiel des Jahres, da sind die Beine nicht müde. Herzlichen Dank. Ja, und damit zurück ins Studio Volkerzell. Mit freundlicher Unterstützung von PostFinance, Skoda und Sportiv. Siegen oder fliegen. Vielleicht wenig anders, denn da kann man sagen, siegen und fliegen ins fünfte Finalspiel am kommenden Montag, Ostermontag. Dafür braucht es einen einzigen Treffer, aber bei den St. Louis Lions sieht das noch ganz anders aus. Man hat ein Ziel vor Augen, den Pokal mit einem Tor kann man ihn holen und man spielt zu Beginn noch 100 Sekunden in Überzahl. Die St. Louis Lions, die in den letzten Jahren ihre Fans sowieso immer leiden ließen, wenn es dann um die Entscheidung im Final gegen 2012 Steve McCarthy 2,5 Sekunden vor Ende einer möglichen Verlängerung im siebten Spiel. 2008 gegen Genf Servet im Penaltyschießen erst. 2001, jawohl, Morgan im Penaltyschießen, in der Overtime. Nach gut 10 Minuten in Lugano. Der also noch abwarten. Hier ist noch nichts gewonnen. Und mindestens eine Augensüßigkeit, für mich das Wort des Tages heute, die haben wir noch vor uns in dieser Verlängerung. Die erste in dieser Serie für die Kloten Flyers ist es die dritte in den Playoffs. Zweimal gegen Fribourg-Gottéron, einmal gewonnen, einmal verloren. Seit es die Lions einmal gegen Lausanne, dann ging es allerdings bis ins Penalty-Schießen. In der Qualifikation waren es Bieber, Jenny, Dupo, Stanciescu, die ein Spiel für Kloten in einer Verlängerung entscheiden konnten. Bei den St. Louis Lions lediglich Sheppy einmal und Stanciescu war es auch im Halbfinale gegen Fribourg-Gottéron. So, jetzt also ready, steady, go. St. Louis Lions mit einem Mann mehr auf dem Eis. Das ist Shannon. Dann Vic Seger. Shannon, wieder Seger. Luca Conti. Roman Wick. Wieder Conti, Wick verpasst. Shannon, eine Minute noch. Überzahl. Roman Wick aus dem Handgelenk. Shannon, Seger. Wieder Ryan Shannon und Martin Gerber. Tolle Aktion. Scheibe ein erstes Mal draußen. Tamacek auf Nilsson. Da
an Blindenbacher. Severin Blindenbacher und Romano Lem. Fährt die Scheibe spazieren. Allerdings ein kurzer Spaziergang, Trassler. Das sind die letzten Sekunden im Überzahlspiel der ZSC Lions. Bastl kämpft sich da noch einmal durch. Steinmann ist zurück. Erstes Teilziel erreicht aus Sicht der Klotener. Blindenbach-Ablenker von Bastl. Marc Bastl. Er zweimal Meister geworden. Seit der Meistersaison 07-08 bei den Stadtzürchern. Steinmann ist es. Dupont. Hier Jenny. Patrick Gehring. Scheppi. Wieder Scheppi in der Mitte. Kommt Baltisberger mit. Jeder Löwe kann jetzt Meisterschütze werden. In ein mögliches fünftes Finalspiel. Das sind wohl die Kloten-Fans hier. Keller. Das ist es McCarthy. Und Kennings. Matthias Seger, Zuspiel in Richtung Keller. Santala verliert hier den Halt. Shannon übernimmt. McCarthy. Kennings. Steve McCarthy. Ronald Kennings, Santala. Für die Offensive können die Klotener noch nicht viel machen. Roman Wick. Dann behindert man sich gegenseitig bei den Löwen. Bieber kann profitieren, aber es sind zu viele Spieler auf dem Eis. Bei den ZSC Lions. Strafe gegen die Kloten Flyers. Eine Strafe gegen die ZSC Lions natürlich. Und Überzahl für Kloten. Sowas angezeigt. Hier wird noch Behinderung beanstandet. Aber die Strafe gibt es wegen dem Wechselfehler in der 64. Minute. Jetzt müssen also auch die ZSC Lions unten durch. Patrick Bertschi wird die Strafe absitzen. Kloten Flyers, die noch kein Tor in Überzahl erzielt haben in dieser Serie. Jetzt wäre ein ganz wichtiger Moment. Mit einem Wechselfehler hat man sich das Leben am Donnerstag schwer gemacht. Jetzt könnte man davon profitieren, nach einem Wechselfehler des Gegners. 5 gegen 4. 2 Minuten lang. Gehring. Stoffel. Vandermeer. Ich
Seppi hier dran, dann aber Blum auf Romano Lem. Wieder Blum, der Torschütze Romano Lem. Und dann Fritsche. Stanjescu. Neue Kräfte bei den Kloten Flyers. Mit anderen Tommy Santala. Santala, da kommt Bieber mit. Wieder Santala. Bieber. Auf Hennessy. Sofort den Weg nachher wieder vor das Tor. Niki Dupont. Santala. Wieder Dupont und Keller lenkt ab. Scheibe bleibt im Drittel der ZSC Lions. 33 Sekunden noch. Das Überzahlspiel. Aber ansatzlos. Romano Lem. Hennessy. Der setzte Tommy Santala. Hennessy. Dupont. Wieder Hennessy. Über Santala. Dupont. Bodenmann. Lukas Flöhler behält hier die Ruhe und vor allem die Scheibe. Und in 11 Sekunden hat Mark Crawford und seine Mannschaft diese Unterzahl dann auch überstanden. Lions wieder zu fünft. Blum, dann Seger. Steinmann. Draxler. Dann Blum, nächster Versuch für ihn. Für den zweiten Treffer heute Abend. Das werden wir nie. Lindenbacher. McCarthy auf Luca Conti. Luca Conti. Conti bringt die Scheibe da was zu Bertschi. Zusammen mit Vic. Wieder Conti. Vandermeer. Der freit, aber nur bis zu Stoffel. Vandermeer. Romano Lem. Und dann die Scheibe vor das Tor. Lukas Flüeler, unglaublich sicher hier. Als hätte er die der Scheibe eine persönliche Einladung geschickt und sie schon erwartet. Hier zuvor noch Luca Conti. Wick war tatsächlich dran in dieser Scheibe.
Gehrig. Drasler legt ab für Kennings. Wieder Gehrig. Scheiberg kommt hier in Kennings. An Stoffel. Jonas Kennings bleibt dran. Aber auch Martin Gerber. Sieben Minuten sind verstrichen in dieser Verlängerung. Wie geht's weiter? Wird die Nacht noch zum Tag für die ZS Alliance? Oder warten wir doch noch erst den Osterhasen ab? Bis wir dann zur Entscheidung schreiten. Gegen Shannon. Auch hier das Pulli. Kann jetzt die Saison beenden. Schelling. McCarthy. Ryan Keller noch einmal dran. Ryan Keller. Und dann McCarthy aus dem Hinterhalt, Matthias Seger. Liniger. Ryan Shannon. Matthias Bieber. Schlotterner brauchen wieder etwas Entlastung in der Defensive. In Form von Angriffen, aber Patrick Gehrig lässt das nicht zu. Patrick Bertschi läuft da mit. Strafe angezeigt gegen die Kloten Flyers. Es wird noch einmal richtig heiß. Matthias Bieber mit dem Stockschlag. Wird zwei Minuten kalt gestellt. Ja, und das fast ein Zweihänder gegen Gehrig. Noch einmal in Unterzahl, die Kloten Flyers. Wie schon zu Beginn dieser Verlängerung. 12 Minuten dauert sie höchstens noch. Aber geht's wirklich noch so lange? Die Löwen wieder mit der Chance, sich den achten Meistertitel jetzt zu holen. Randecker, dann Keller. Sofort die Gäste. Scheibenbesitz. Shannon. Ryan Shannon auf Seger. Matthias Seger bringt die Scheibe noch nicht vorbei. Wick. Und wer hat diesen Puck? Wer hat diesen Puck? Kampf der beiden Topscorer, wobei sich Linesman Joris Müller allenfalls auch noch etwas verletzt hat. Hatte da die Hand an beiden Stöcken. Matthias Seger, der Captain, hatte die Gelegenheit. Dann tatsächlich auch Wick und hier die Rettungstat von Randecker. Da war Gerber geschlagen. Hier kommt Randecker und verhindert so das Meisterschaftsende. Riesentat von Randecker, der zwar beim Gegentreffer in der 39. Minute noch auf dem Eis stand, den Zweikampf verlor. Hier allerdings hat er entscheidend gerettet. Roman Wick, der will sich das natürlich nicht entgehen lassen. War noch nicht, etwas nicht in Ordnung mit seinem Helm, mit dem Verschluss. Eine Minute 43 Sekunden. Kloten noch in Unterzahl.
Matthias Seger, Ryan Shannon, Amir Nilsson. Weg. Wieder Nilsson. Shannon. Seger. Nächster Versuch. Stock gebrochen. Und Weg bringt die Scheibe vor das Tor. Keller eben noch gestört worden von Josh Hennessy. Nilsson. Hier gegen Jenny. So. Kommst du aber nicht in den Zweikampf. Stavacek. Luca Conzi. Lehnenbacher. Hier gegen Bühler. Wieder Conzi. Bastel. Conzi. Halbe Minute noch. Überzahl für die ZSC Lions. Stavacek auf Conzi. Luca Conti, wer findet die Lücke? Wer findet eine? Seger und dann verpasst hier Patrick Bertschi. Wieder Bertschi. Lehnenbacher. Und Gerber. Ganz sicher hier vor Bastel an der Scheibe. So, Möglichkeit, die Batterien im Herzschrittmacher auszutauschen. 10 Minuten dauert es noch, maximal. Und in 5 Sekunden Matthias Bieber wieder zurück. Und das ist jetzt der Fall. Wir warten weiter auf die Entscheidung. Jennings. Und wieder stellt sich natürlich die Frage bei den Kloten Flyers, wie sieht es mit den Kraftreserven aus? Künzle hätte sich seinerseits fast unsterblich gemacht hier. Gute Scheibenannahme. Also von Francescu noch abgelenkt. Shannon, Blum. Den Puck da nicht aus der Gefahrenzone. Scheppi. Blindenbacher. Wieder Scheppi. Und Dabacek mit seinem Abschluss. Hier startet Stanciescu. Zumindest mal wieder für die Kloten Flyers ein Bulli vor Lukas Flüerle heraus. Und Zabacek zuletzt mit 2 Assists. Neun Minuten noch. Vandermeer, Randecker. Und Flüerle kann die Scheibe nicht festblockieren. Jenny Stocher nach. Fritsche. Vandermeer überlässt Liniger. Und kein Liniger. Und jetzt gibt es viel Eis für die ZSC Lions mit Bastel und Baltisberger.
Bastl. Baldis Berger. Und jetzt das Spiel unterbrochen. Gerber ohne Maske. Was für ein Nervenspiel. Chris Baldisberger fast mit dem zweiten Treffer und dann definitiv dem letzten am heutigen Abend. Fingernägel beim einen oder anderen langsam etwas kurz. Aber wir haben ein paar Monate, um sie dann nachwachsen zu lassen. Gehring. Berci. Patrick Berci, da lag die Scheibe kurz vor dem leeren Tor. Bieber. Da fehlt es an der Präzision mittlerweile. Bei den Kloten Flyers in Offensive zeigt eben doch auch, dass das Ganze unglaublich viel Kraft gekostet hat. Morris Draxler misst. Und hier zuckt es nur noch. Im Handgelenk. Blum. Stanjescu. Wieler. Romano Lem. Guter Schuss. Noch ein Versuch für Romano Lem. Und Lukas Flüeler. Aber ohne Stock der Torhüter der ZSC Lions. Schelling. Immer noch ohne Werkzeug. Lukas Flüeler. Stanjescu, dann Dabajek und Draxler. Und jetzt ist es Blindenbacher, der die Scheibe wegbringt. Und wir haben noch 7 Minuten hier. In Shannon. Steinmann. Das war ein optimales Zuspiel für Liniger. Und dann gegenseitig im Weg stehen sich da Heinessi und Liniger. Nilsson. Ja, Scheppi ist es natürlich. Victor Scheppi hier. Scheppi, Shannon, Gehring, Stoffel. Steinmann. Und vorne geht Bodenmann. Simon Bodenmann, herrlich gemacht. Aber Ziel ebenfalls verfehlt. 6 Minuten noch. Also auf beiden Seiten hätte wohl schon je dreimal die Entscheidung fallen können. Bodenmann. Bieber. Eine Offensivaktion. Das ist die eine. Abschluss von Lem und jetzt eben auch diese zuvor. Die den Fliegern und auch noch einmal etwas Mumm gibt für die Endphase. Dupont. Niki Dupont. Da lässt Fürler keine Lücke zu. Baldisberger. Hier
unerreichbar für Stanjescu. Geht also wieder ins Triple der Golden Flyers. Er hat das letzte Tor erzielt. Chris Baltisberger in der 39. Spielminute. Mittlerweile sind wir in der 75. Schon fast wieder so viel gespielt wie seit dem letzten Tor. Nilsson auf Draxler. Dabajek. Erneut keine Wechselmöglichkeit für Klotzen. Da wird überall richtig durchgepustet. Und das schon seit dem ersten Drittel in diesem Spiel. Lehnenbacher. Ja, Nilsson. Müller. Und die Chance für die ZSC Lions hier mit diesem Abschluss von Kerins. Backhand. Lehnenbacher. Blum. Seppi. Shannon auf Gehring. Patrick Gehring. Schelling. Shannon, noch 4 Minuten in dieser Verlängerung. Golden setzt noch einmal Kräfte frei. Bodenmann, Jenny. Andecker. Klotener werden da brav an der Bande gehalten, kommen dann nicht zu einem Abschluss. Santala mit dem Scheinverlust. Dabajek. Hier Conti. Wick. Roman Wick. Kommt er hier zur Chance, aber kein. Platz für die Scheibe, um an Martin Gerber vorbeizukommen. Zuvor noch Nilsson und Kennings, die auch die Meisterschaft auf dem Stock hatten. 3 Minuten, 2 Sekunden noch. Und dann würde es ganz brutal werden. Frick. Jenny. Beziehungsweise Stanjescu ist es. Vito Stanjescu! Was für ein Energieanfall vom Captain. Noch einmal angespielt Stanjescu! Steinmann! Dann ist es hier Liniger. Francescu. Steinmann. Janik Steinmann, herrlich gemacht. Aber zum Abschluss kommt er dennoch nicht. Jenny kann die Scheibe übernehmen. Marcel Jenny. Jetzt sind es noch 2 Minuten. Vitor Stanjescu.
der Gelegenheit, die Serie zu verlängern. Und mehr verlängern kann man diese Verlängerung jetzt dann wirklich nicht. 2 Minuten, 3 Sekunden noch. Nervenspiel Bulli. Weiterhin in dieser Finalserie. Durchgehend eigentlich. Hier. Santala und Seger. Hinter dem Linesman noch aneinander geraten sind. Und jetzt schauen Sie mal, wie sie immer mehr in den Kreis wiederkommen, die beiden. Reto Scheppi. Scheppi gegen Blum. Und Scheppi lässt nicht nach. Keller auf Shannon. Wieder Keller. Ryan Keller bringt diese Scheibe doch tatsächlich noch aufs Tor von Gerber. Ryan Shannon, zweitbester Scorer der ZSC Lions in diesen Playoffs. Hinter Ryan Keller. Und fast wäre es diesen beiden gelungen, hier entsprechend auch die Meisterschaft zu entscheiden. 84 Sekunden bleiben in der Verlängerung. Maximal. Vandermeer. Hennessy. Bleibt Hennessy dran, Bertschi, aber mit die Scheibe auf Gehring. Letzte Minute. Artig Bertschi. Draxler. Gibt es noch eine Entscheidung aus dem Spiel heraus? Steinmann. Romano Lehm, kein Vorbeikommen bei Blindenbacher. Jennings. Zehn Sekunden vor der Endsirene halten wir die Uhr noch einmal an. Die ZSC Lions kommen noch einmal zu einem Bulli in der Zone von Martin Gerber im Drittel der Kloten Flyers. Steve McCarthy ist nicht auf dem Eis, so viel mal vorweg. Shannon gegen Santala. Roman Wick. Dann Bieber. Und tatsächlich muss ein Penalty schießen hier in diesem vierten Finalspiel entscheiden, ob die ZSC Lions heute Abend den 8. Meistertitel feiern können oder ob die Kloten Flyers die Serie noch etwas strecken können in ein fünftes Spiel. Also Nerven sind überall gefragt, sicher auch bei André Röterli. Der steht bei Onet Petschering. André Röterli, die Spannung, die liegt in der Luft. Sie machen aber einen extrem ruhigen Eindruck. Wie sieht es Ihnen aus? Ich habe schon Situationen auch schon erlebt als Spieler, und von dem her weiss ich, wie es ist.
Es bringt nichts. Wir spielen gut und wir wissen, wir müssen den Match gewinnen. Jetzt kommt es aufs Penalty schießen. Viel kann ich eh nicht machen. Es hat eben schon viel Nerven gebraucht für alle Beteiligten bis jetzt. Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihre Mannschaft die Nerven auch im Penalty schießen behaltet? Ja, wir haben bei jedem Penalty schießen dieses Jahr gesehen. Mit dem Dino haben wir einen, der den Kiosk zubehaltet. Und ich verlasse mich auch auf das Penalty schießen, auf den Dino. Und wenn man dann als Sieger aus dem Penalty schießen würde, rausgehen, was könnte das Ihrer Mannschaft für einen Schub verleihen? Ja gut, wir wissen, wir sind sehr angeschlagen und jetzt haben wir lang gespielt. Vier Drittel, Müdigkeit wird nicht weniger. Aber umso schöner wäre es, wenn wir würden gehen. Es würde natürlich wieder viel beflügeln und vielleicht auch ein bisschen leichter ermuntern. Und machen wir jetzt zuerst das Penalty schießen, dann schauen wir weiter. Okay, herzlichen Dank für die Worte. Und wir gehen ganz kurz zurück ins Studio. Und der Martin Gerber sagt, ich bin in Gottfried Stutzer Kiosk. Oder also, wo liegen jetzt die Vorteile? Bei Martin Gerber oder beim Lukas Flüeler? Leider ist im Kiosk auch so auf der anderen Seite. Nein, das ist, ich kann keinen Vorteil sehen von den zwei. Und bei beiden sind es wirklich Top-Goalies. Und die Spieler müssen jetzt etwas Extravagantes machen, wenn die ein Tor schießen wollen. Oder etwas ganz Einfaches zum Überraschung. Das ist eine Sünde, eine Meisterschaftstitel in Penalty-Schießen zu entscheiden. Aber die zwei besten Spieler auf dem Eis können das entscheiden. Das ist okay bei mir. Also aus deiner Sicht könnte man wahrscheinlich noch die ganze Nacht lang weiterspielen, oder Sudden Death, so wie in der NHL oder jetzt auch noch in Schweden. Oder das wäre es dir auch lieber? Irgendwo ist das fairer, aber gleichzeitig ist das, die Regel ist nicht so in der Schweiz und da müssen wir mit dem leben. Und das ist auch interessant. Wer behält die Nerven? Wer ist cool genug? Wer ist nervös und sitzt und fliegt im Scheibe? Also das wird sicher ein interessanter Penalty schießen. Aber Vorteil für keine Seite, weil beide Mannschaften haben so super Goals. Ja, und beide Teams haben riesige Chancen gehabt, vor allem ZSC Lions, zum Spiel schon vor dem Penalty schießen zu entscheiden. Die grösste werden wir Ihnen kurz zeigen. So hat die Ausgabe 69 gestellt. Und das nennt man dann eine Randecker-Rettung in allerletzten Sekunde. Oh, da war ja mein Held da von ZSC Lions, Roman Wick. Aber Randecker macht das, wir würden das sehen in Wiederholungsbildern, das ist extrem, weil er sich opfert auf dem Torlinie und hat ein Glück, dass ein Puck ihm trifft. Ja, man sieht, dass jetzt kommt der Puck und er hat seinen Schlittschuh getroffen. Er hat wie ein Goalie gespielt und zum Glück war er da. Und jetzt haben wir die Penalty schießen wegen diese super Aktion bei Randegger. Und das Penalty-Schiessen, das geht in Kürze los. Wir sind im Spiel Nummer 4 in der Kolping Arena. Es heisst Kloten Flyers gegen ZSC Lions. Und die Entscheidung, die gibt es selbstverständlich mit Ihrem Kommentator, Thomas Rothmeier. Viel Vergnügen. Ja, und wenn die Öffnungszeiten des Kiosks oder der Kioske oder was ist eigentlich die Mehrzahl von Kiosk, Kioskösen, Kiosker, Kiosk-Thesen, also die verschiedenen Kioske ausschlaggebend sein soll für den Sieg, dann Vorteile Kloten, denn in der Stadt Zürich sind die Kioske doch etwas länger offen und wir haben jetzt ja doch schon 10:45. Daneben Land Zürich sieht es vielleicht etwas anders aus, aber auch aufgrund der Statistik ganz klare Vorteile sogar für die Kloten Flyers. Kloten Flyers in der Qualifikation 5-mal ein Penalty schießen, 5-mal gewonnen. Und die ZSC Lions 6-mal ein Penalty schießen, 6-mal verloren. Gab dann in den Playoffs die Ausnahme für Mark Crawford in seiner Mannschaft im Viertelfinale gegen Lausanne, als man mit 3:2 das Spiel 2 gewann. So, Martin Gerber. Also, sortiert mal die Magazine, die Süßigkeiten. Und hat wahrscheinlich auch schon die Zeitung mit den Schlagzeilen von morgen bereit. Roman Wick will es sich nicht entgehen lassen, hier den Anfang zu machen, hier in Kloten. Wick gegen Gerber. Duell Nummer 1. Und das geht an Gerber. Auch auf der anderen Seite ist es der Topscorer. Also der Interims-Topscorer. Tommy Santala wohl mittlerweile hat er mehr Punkte als Peter Müller auf dem Konto. Hier gegen Lukas Flüeler. Santala, auch hier scheitert.
Möhler lässt zwar diese Scheibe noch einmal aus der Fanghand gleiten, aber nicht gefährlich. Shannon, Schütze Nummer 2 für die ZSC Lions. Shannon, kein Durchkommen. Ja, das ist wirklich geschlossen bei Martin Gerber. Der Captain bei Kloten, Vito Zdanchescu. Auch da gibt es nichts zu holen. Und jetzt kommt der Joker bei den ZSC Lions. Robert Nilsson, 2 Tore in den Playoffs, 2-mal per Penalty. Was heißt das? Das aus dem Spiel heraus. Und jetzt, ja, wir müssen hinschauen. Zeigt uns Roman Wick an, denn auch er hat unter anderem auch das Penaltyschießen in Lausanne zugunsten der ZSC Lions entschieden. Nilsson, Tor! Führung für die ZSC Lions! Der Joker sticht! Ein Garant für die Löwen. Nach dem dritten Schützen der Zürcher die 1-0-Führung. Dritter Schütze der Klotener, Josh Hennessy. Hennessy scheitert. Und die ZSC Lions sind vielleicht noch eine Runde vom Titel entfernt. Ryan Keller. Vierter Schütze. Keller scheitert. Nicht mehr auszuhalten hier in der Kolping Arena. Und Romano Lemm ist Schütze Nummer 4 bei Klotzen. Muss noch nicht, aber es wäre von Vorteil, wenn er trifft, aus seiner Sicht. Romano Lemm, Tor tatsächlich, Ausgleich. Alles wieder offen. Und das eine Runde vor Ende der ersten Tranche. Patrick Bertschi legt hier noch einmal vor für die Stadt Zürcher. Bertschi und sichere Beute für Gerber. Und jetzt kann hier Liniger alles klar machen. Zugunsten der Kloten Flyers. Trifft der Gibbs sein Spiel Nummer 5. Michael Liniger gegen Flüeler scheitert. Also selbst im Penaltyschießen gehen wir in die Verlängerung. Die ZSC Lions lassen ihre Fans auch heute leiden. Also, jetzt kann dann jeder Penalty entscheidend sein. Lemm nimmt gleich noch einmal Anlauf. Romano Lemm, dieses Mal verpasst er. Und jetzt die Vorteile, die Trümpfe auf Seiten von, ich nehme mal an, Nilsson. Ja, tatsächlich. Robert Nilsson kann Meisterschütze der ZSC Lions werden. Uhr 24 zeigt meine Uhr an. Robert Nilsson mit der Möglichkeit und er trifft! ZSC Lions gewinnen die Meisterschaft! Der Meistertitel und Mark Crawford zum ersten Mal seit 1996 holt er seinerseits auch wieder einen Pokal. Der Garant bei den Penalties, Robert Nilsson, hat den Kiosk
von Martin Gerber doch noch geöffnet und somit jetzt auch offiziell die Meisterfeier für die ZSC Lions. Zu 0 Sieg im Finale und das nachdem die ZSC Lions zweimal über sieben Spiele mussten als klarer Qualifikationssieger im vierten Finale gegen Lausanne, im Halbfinale gegen Genf Servette Maurice Draxler. Jetzt hat er seinen Titel auch. Ein Bild für die Ewigkeit. Ja, und das auch. Denn ZSC Lions wurde heute alles abverlangt. In dieser vierten Partie. Robert Nilsson. Und das ist irgendwie sinnbildlich für dieses Kader der Stadt Zürcher. Sie haben auf allen Positionen einen Mann, der den Unterschied ausmachen kann. Und auch wenn für Nilsson halt das einzige war das Penaltyschießen in diesen Playoffs, in dem er reüssierte, dann macht das am Schluss eben doch den Unterschied aus. Fantastisch gemacht von Nilsson. Und dann der Sprung ins Glück. Bei den Löwen, Ryan Keller, allen voraus. Hat er noch kurz zurückgeschaut. Haben wir wirklich gewonnen? Folgen uns oder folgen mir die Mitspieler? Erste Impressionen, bitteschön, vom Eis. So Robert Nilsson, you're the penalty hero. Yeah. How are you doing this? I feel pretty great. This is amazing. I don't know how to explain it. How do you keep the nerves in these situations? I don't know, it didn't really matter if we win or lose. You can't have any nerves in that situation. It was just enjoy the moment and do what you do best. Do you have already any idea about what is expecting you in Zurich tonight? No, but I think I have a few guys here who knows about it. Okay, thanks a lot. You're welcome. Also Robert Nilsson, er lässt sich führen und die Mitspieler sollen ihm dann zeigen, was hier heute abgeht. Das Strahlen in den Augen natürlich unverkennbar, hat nicht von Nerven gesprochen, es waren gar keine da. Man hat einfach den Moment versucht zu genießen, das weiß ja Mark Crawford auch schon einmal vor einem siebten Spiel gesagt hat. Und jetzt kann man es natürlich genießen bei den ZSC Lions und jetzt hören wir mal bei Lukas Bühler rein. Ja, Lukas Blühler, es ist ein Krimi für euch Goalie, vor allem noch viel mehr als für uns alle anderen. Was sind Ihre Emotionen jetzt gerade nach dem Spiel? Ja, es ist genial. Ich hätte nicht gedacht, ganz ehrlich, dass wir im Penalty schiessen können. Die Saison haben immer Mühe im Penalty und genau im Finale gewinnen wir. Es ist unglaublich, super schön. Sie haben auch schwierige Momente in diesen Playoffs. Wie schnell ist das in diesem Moment vergessen, wo Sie jetzt da haben? Ja, sicher. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie... Sind es 12 plus 4? Das sind 17 Spiele haben wir jetzt gehabt, oder? Ich glaube. Das ist jetzt auch noch rechnen, es ist um das. Aber ich glaube, wenn man 17 Spiele spielt, haben wir alle ein bisschen höchst und tiefst. Wir können nicht 17 Spiele top spielen. Aber wir haben immer unseren Weg gefunden, haben immer uns geglaubt und sind belohnt worden. Aber alles in allem natürlich ab von Ihnen persönlich grossartige Playoffs wieder gewesen. Wie gross ist der Stolz, auch, den man in diesem Moment hat? Riesig. Ich meine, mit ZSC, für ZSC können einen Titel gewinnen, ist etwas am Größten für mich. Ich weiß auch nicht, in der Stadt Zürich heute. Riesenfest. Herzlichen Dank. Danke. Ja, wenn man es genau nimmt, 18 Spiele waren es dann doch, aber gefühlt waren es dann wohl etwa 25 für die ZSC Lions. Lukas Flüeler mit 4 Shutouts brilliert in diesen Playoffs. Er muss, oder Martin Gerber muss als Verlierer hier diese Serie beenden. Roman Wick am Schluss. Shake hands hier. Schöne Bilder, natürlich. Man hat sich noch etwas mehr erhofft. Vor allem eben, weil die ZSC Lions über 7 Spiele gehen mussten. Kloten über 6. Und jetzt ratzfatz, bevor sich der Osterhase zweimal umgeschaut hat, ist die Meistertrophäe vergeben. Dan Fritsche, ein Glücksgriff für die ZSC Lions. Während der Saison vom HC Lugano gekommen, hat er auch entscheidenden Anteil. Felix Hollenstein. Ja, also geschlagen und jetzt ist er hier,
der Matthias Seeger umarmt Walter Frey unten bei Annette Fetschering. Walter Frey, ich sehe das Glitzern in Ihren Augen. Wie sieht es im Moment in Ihnen aus? Ja, das können Sie sich ja vorstellen. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, das darf man sagen. Durch Sie hat der ZSC das alles geschafft, was man in den letzten Jahren geschafft hat und auch 5 Meistertitel in 15 Jahren geholt. Wo hat sich Ihrer Meinung nach Ihr Club Stand jetzt positioniert? Ja gut, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, so im Siegestaumel. Wir haben versucht, eine gute Pyramide aufzubauen und dem Hockey wieder in Zürich Geltung zu geben. Und ich glaube, das ist gelungen. Also Siegestaumel lassen wir Sie natürlich zuerst noch geniessen. Wie sieht Ihr persönlicher Abend heute noch aus? Gehen Sie auch noch zurück ins Hallenstadion für eine grosse Meisterparty? Das wird sehr improvisiert ausgehen. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen auf jeden Fall. Danke vielmals. Ja, und ich empfehle ihm, dass er sich dann in diesem Fall Robert Nilsson gleich anschließt, denn er lässt sich ja auch führen und weiß auch noch nicht, was hier alles abgeht. Heute Mark Crawford, hier also der 14. Meistertrainer seit Einführung der Playoffs. Das Erbe von Bob Hartley angenommen und die Mannschaft innerhalb von 2 Jahren zum Erfolg geführt. Erneut wieder uns, Walter Frey hat die Pyramide im Verein angesprochen, die Pyramide aber auch im Team, denn das ist ein ganz starkes ZSC, das zusammengestellt wurde auf diese Saison hin. Kann mich noch gut erinnern, dass viele immer sich nach einem 4. Ausländer informiert haben und am Schluss holt man den Titel. Jetzt hören wir mal bei einer Verlierer. Rein kurz Simon Bodenmann, bitteschön. Ja, Simon Bodenmann, so ein paar Minuten nachdem die Meistertreue geplatzt sind, was ist Ihnen im Moment? Ist es vor allem eine Leere? Ja, Leere, ja. Riesen Enttäuschung. Wir haben so viel vorgenommen für das Finale. Ja, super Playoffs gespielt und dann gegen Zürich eigentlich das Geilste, was man sich vorstellen kann. Und dann so ausscheiden, ist bitter. Eben, Sie sprechen es schon ein bisschen an, heute ein extrem enges Spiel. Am Schluss noch Penaltyschüsse, macht es das noch schwieriger, das zu verarbeiten oder auch zu kapieren in dem Moment? Ich glaube, es waren alle Spiele so eng. Ich meine, die ersten 2 Spiele können auf beide Seiten kippen, aber was wollen wir jetzt da noch? Es ist, wir haben 4-0 verloren, sie sind wirklich besser gewesen und gratuliere dem Z. Dankeschön. Und somit die Kloten Flyers, also die 2. Mannschaft, die je eine Best-of-7-Finalserie gleich mit 0-4 verloren hat. Die ZSC Lions waren die diese einzige. Und Erik Blum am Schluss holen die ZSC Lions dann eben doch den Pokal hier in der Kolping Arena wieder. Also hier zu Hause verlieren die Kloten Flyers wie 2009, wie 2011 die Meisterschaft. Aber nach dem 0-3 am Donnerstag war es sowieso ein fast unmöglicher Weg zu gehen, ob schon natürlich im Sport einiges möglich ist. Robert Nilsson, der Matchwinner, der ja sozusagen eben auch Meisterschütze für die ZSC Lions 2014. Was für eine Effizienz bei seinen Penalties. Golden Flyers haben heute wirklich noch einmal alles versucht, haben alles gegeben, haben den ZSC Lions alles abverlangt. Und die Stadtzürcher mit ihrem ausgeglichenen Kader haben dagegen gehalten, haben gebissen. Und was war da überhaupt los? In der Verlängerung eine Überzahl auf dieser Seite, eine Überzahl auf der anderen Seite. Chancen, glaube ich, auf beiden Seiten. Je, ich sage jetzt mal 3. Nur schon in der Verlängerung, um das Ganze zu entscheiden. Und am Schluss, Lukas Flüerl hat es auch angesprochen, ZSC Lions im Penaltyschießen Sieger, nachdem sie in der Qualifikation kein einziges gewonnen haben. Und jetzt haben wir bei uns Marc Bastl. Ja, Marc Bastl, ich sehe so keine Strahlen auf Ihrem Gesicht. Braucht es noch einen Moment, bis der 20er runtergeht, dass Sie heute Schweizer Meister geworden sind? Ich erinnere es schon, aber schon ein bisschen müde, aber ein großartiges Spiel und ja, die
die Glücklichkeit ist da. Was hat am Schluss den Unterschied gemacht in dieser Serie, die eigentlich sehr eng war und trotzdem deutlich gewonnen wurde von Ihnen? Ja, es war auf Penalty, alles kann gewinnen. Und ja, die Technische von Nielsen hat den Sieg heute gebracht. Und auch Lukas Flöhler hat sehr gut alles behalten. Und das war der Unterschied heute Abend, so nichts viel. Herzlichen Dank. Marc Bastl, also eher schon 2008 und 2012 Meister mit den ZSC Lions. Und auch Robin Nilsson noch einmal angesprochen. Und alle wollen sie natürlich einen Meister vor der Kamera haben. ZSC Lions in einer, das darf man nicht vergessen, unglaublich ausgeglichenen Saison. Eigentlich, wenn man zwischen dem zweiten und dem siebten am Schluss der Qualifikation rechnet, sind es nur 8 Punkte gewesen und dennoch haben die ZSC Lions die Qualifikation mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen. Also das ist doch beeindruckend aus Sicht der Stadt Zürcher und somit am Schluss kann man sagen, auch nachdem man diese Finalserie gesehen hat, dass hier die ZSC Lions verdient Schweizer Meister 2014 sind. Es gab, ich denke, einen Moment im Viertelfinale gegen Lausanne im siebten Spiel, als Daniel Bong den Pfosten traf. Da hätte alles schon sehr früh zu Ende sein können für die ZSC Lions. Sie haben auch gegen Genf daraus gelernt, haben im siebten Spiel überzeugt und haben eben, das war eben auch wegweisend in dieser Finalserie, für einmal von Beginn weg den Tritt gefunden. Und das Ganze nicht mehr aus den Händen gegeben. Schwarz mit dem goldenen Böck. Mit der frischen Gravur. ZSC Lions. Das Prozedere. Ich persönlich finde, das hat richtig Style. Crawfords, es war eben auch eine Achterbahn in diesen Playoffs. Umso größer natürlich auch bei ihm die Erleichterung. Und Tommy Santala, er ist einer derjenigen, die schon 2009 und 2011 hier standen, als die Kloten Flyers die Meisterschaft verloren gegen den HC Davos. Und der zweite Sieger, was die Eishockey-Spieler gar nicht gerne hören, wird jetzt geehrt. Es sind 6 Spieler mit dabei, die beides Mal gegen Davos 3 zu unterlagen. Jenny Bodenmann, Stanjescu, Santala, Liniger und der verletzte Dubois. Josh Hennessy konnte den Unterschied am Schluss auch nicht ausmachen. Auch wenn es ein guter Start war für die Kloten Flyers mit dem Tor von Blum in der 9. Minute. Aber wie schon im ersten Heimspiel haben dann die ZSC Lions das Ganze gedreht. Ohne ein einziger Finalsieg müssen die Kloten Flyers hier abtreten. Also keine Starterlaubnis für den Flieger in dieser Finalserie quasi. Man konnte nie abheben, man konnte nie durchstarten. Und auch 18 Jahre nach dem vierten und dieser letzten Titel kommt kein weiterer dazu. Klar, die Kaderausfälle, die darf man auch nicht vergessen. Mit von unten zuletzt, dann Dubois und Stob. Dann die angeschlagenen Spieler wie Bodenmann, Bieber und Müller, die eben ganz wichtig sind. Und die angeschlagenen Spieler, von denen wir während den Playoffs vielleicht auch noch nicht erfahren haben, was man dann jeweils verdeckt hält. 9 Playoff-Finalteilnahmen für die Kloten Flyers. Nach 4 Siegen oder zu 4 Siegen kommt jetzt heute die 5. Niederlage.
vom Herzblut, also quasi zum Herzbluten bei den Kloten Flyers. Kurzer Prozess der Löwen. Wenn man dann irgendwann so in 10, 15 Jahren nachschlägt in diesem Buch und einfach nur das 4:0 sieht, dann sieht das so aus. Aber eben drei der vier Partien waren sehr knapp. Aber ein größerer Roman wurde diese Serie nicht mehr, sondern eben Zürcher Playoff-Finale im Taschenbuchformat. Stoffel geht da voraus, 2008 und 2012 auch schon den Meistertitel gefeiert, aber da gibt es einige bei den ZSC Lions, nicht so Lukas Fürler, der war erst zuletzt vor zwei Jahren in Bern mit dabei. Und es gibt doch auch noch eine neue Erkenntnis aus Sicht der ZSC Lions. Die Stadtzürcher können doch tatsächlich auch als Favorit Meister werden. Alle vier Meistertitel bisher aus der Neuzeit quasi immer als Underdog. Zweimal gegen Lugano, gegen den Qualifikationssieger. Dann auch gegen Genf-Servet 2008 und gegen Bern 2012 war man die schlechter platzierte Mannschaft. Aber die Löwen haben in dieser starken Qualifikation die Nerven behalten und das Ganze bis zum Schluss durchgezogen. In Kloten. Mit Kloten hat es nicht geklappt. In Kloten mit den ZSC Lions. Jetzt doch. Marc-André Bergeron konnte leider nicht teilnehmen am Finale. Aber der beste Spieler in der Qualifikation mit der besten Plus-Minus-Bilanz. Also und hat auch entscheidende Tore der Viertel- und Halbfinalserie erzielt. Matthias Seger, ja, der ist das Ganze ja schon langsam gewohnt. Also, bin mir sicher, morgen früh viele Fans werden dann wieder im Tram rumfahren und versuchen oder hoffen, von Matthias Seger noch ein Bild einzufangen mit der Meistertrophäe. Und als Kennings, als Meister verabschiedet er sich aus der Schweiz. Jetzt sein Glück in der NHL versuchen. Und folgt der Staff. Und dann kommt's zur Übergabe der Trophäe. So, und jetzt also Uli Schwarz zum einen, zum anderen Marc Fuhrer, der Präsident von Swiss Ice Hockey, bei der Pokalübergabe. Und ab heute gilt also ZSC. ZSC ist nicht nur Zürich, ZSC ist auch Schweizer Meister 2014. Matthias Seger und Marc Bastl
Der Twin Skate wieder zurück in Zürich. Und Roman Wick. Das sehen natürlich nicht alle gerne, aber auch hier ganz großen Anteil an diesem Sieg über die ganze Saison. Und dann können wir eigentlich jeden Einzelnen aufzählen. Ryan Shannon, der zweitbeste Playoff-Scorer. Das war auch auffällig. Eben lange, teilweise mit drei Ausländern die ZSC Lions. Und am Schluss konnte man sich doch auf sie verlassen. Und schöner könnte der Übergang nicht sein. Ryan Keller natürlich mit 11 Playoff-Toren. Das Maß aller Dinge. Ob es jetzt dann auch 11 Maß gibt heute Nacht, das lassen wir mal so stehen. Also Nilsson, der entscheidende Schütze. Dann Luca Conti. Ihr Doppeltorschütze im Finalspiel Nummer 3 am Donnerstag. Und währenddem die Spieler feiern, hören wir kurz bei Peter Zahnerer. Ja, Peter Zahner, wenn Sie Ihre Spieler sehen, den Pokal in die Höhe stemmen, was geht Ihnen vor? Ja, es ist einfach eine riesige Bestätigung für eine super Saison. Erst in der Qualifikation, Schweizer Meister. Zwei ganz harte Serien gehabt, Viertelfinal und Halbfinal. Im Final 4-0, aber es war immer total eng gewesen. Also Kompliment, Kloten hat auch eine super Saison gehabt nach der ganz schwierigen vorletzten Saison. Also es ist ein Final sehr, sehr hochstehend gewesen. Kompliment an beide Mannschaften. Sie sagen, die ZSC Lions haben eine extrem gute Saison gespielt. Das hat mit der Quali angefangen. Wie schwierig ist es auch gewesen, manchmal im Verein rein, die Spannung trotzdem hoch zu behalten, weil man vielleicht fast ein bisschen zu erfolgreich war? Wir haben ab und zu mit den Trainern über das geredet. Und Marc Rofford hat uns immer gesagt, er hat so eine riesige Erfahrung. Er hat gewusst, was passieren kann. Er hat gewusst, dass in dem Moment, wo man vom ersten Platz nicht mehr verdrängt werden kann, dass das nicht so einfach wird. Er hat das richtige Mittel gefunden, sehr ein gutes Trainingslager in der Lenzer Heide. Die Mannschaft war gut vorbereitet, aber wir mussten auch in den Playoffs zuerst richtig in die Gänge kommen. Jetzt sind alle froh, natürlich, dass man den Kübel in die Höhe stemmen kann. Haben Sie sich trotzdem ab und zu ertappt, auch am heutigen Abend, dass Sie gedacht hätten, ja, jetzt nochmal so ein Heimspiel wäre schon auch okay? Nein, ich traue Kloten nicht. Ich habe gedacht, wenn Kloten den Match gewinnt, wer weiß, vielleicht wären wir nervös geworden. Im Hockey ist alles möglich. Aber die ganze Mannschaft war super gewesen. Es hat einige Spieler gehabt, die heute einen sensationellen Match gespielt haben. Zum Beispiel ein Reto Scheppi, unglaublich gut gewesen. Robert Nilsson, super cool in Penaltyschüsse. Das ist vom Schiedsrichter übergekommen, der goldene Böck, wo der Nilsson den entscheidenden Penalty geschossen hat. Und dann werden wir intern noch schauen, was wir mit dem genau machen. Jetzt fällt die Meisternacht aber erst so richtig an. Nach was ist Ihnen im Moment persönlich am meisten? Ja, es ist jetzt so eine Loslösung von der Anspannung. Das merken wir jetzt schon, weil es ist einfach von einem Moment auf den anderen ist es fertig. Und jetzt freuen wir uns auf eine riesen Party im Hallenstadion. Wir haben schon vor dem Match sind fast 6'000 Zuschauer im Hallenstadion gewesen. Jetzt kommen noch mal ein paar Tausend, das wird eine rechte Fete geben. Herzlichen Dank und viel Spaß auf jeden Fall. Also, in einem Punkt muss ich ihn korrigieren. Den goldenen Pack, den habe ich irgendwo anders gesehen. Genau, hier nämlich. Aber das Ganze natürlich eine tolle Erinnerung. Peter Zahner hat es auch erwähnt. Eben, es war zwar ein klarer, ein deutlicher Qualifikationssieg. 20 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Aber eben das war eben nicht nur positiv. Man musste sich erst dann auch wieder einmal finden. Gegen Lausanne anders spielen, gegen Genf anders spielen. Man musste auch etwas umdenken, sich einstellen auf diese Situationen. Man hat es im siebten Spiel jemals geschafft und hier also gleich nach 4 Siegen den 8. Meistertitel geholt. Damit haben die ZSC Lions den HC Lugano abgehängt und sind nun alleine auf dem 4. Rang der ewigen Meistertabelle. Hinter Davos, Bern und Arosa. Arosa wird dann der nächste Verein sein, den man jagt. Die Bündner mit aktuell
was heißt aktuell, schon länger her, mit 9 Titeln. So, jetzt Mark Crawford, also 1996 den Stanley Cup gewonnen. Und jetzt hier die Trophäe in der National League in Colorado. Zu dem Zeitpunkt also, als die Kloten Flyers ihren letzten Meistertitel in der Schweiz geholt haben. Mark Crawford und die Mannschaft feiern mit den mitgereisten Fans, obwohl man da nicht von Reise sprechen kann. ZSL 1 werden wohl auch noch kurz hier verweilen, denn die Busfahrt, die man jeweils genießt als Meister für sich selbst, ja, die ist halt dann doch ziemlich klein, außer man macht noch eine kurze Kurve über Schaffhausen oder so und feiert dementsprechend. Aber irgendwann in der Nacht werden dann Matthias Seeger und die neuen Schweizer Meister dann auch im Hallenstadion auftauchen. War kein einfacher Serbe. Bob Hartley kam, sah, stellte etwas um und siegte und verschwand dann wieder mit dem Meistertitel. Und Mark Crawford also im zweiten Jahr. Gelingt es. Das Meisterfoto 2014. Und die ZSL 1 sind in diesem Jahrhundert immer mit einem anderen Trainer Meister geworden. 2000 mit Ken Trunke, 2001 Larry Russ, 2008 Harold Kreis, 2012 Bob Hartley und 2014 Mark Crawford. So, und jetzt haben die Partnerinnen ihre Spieler auch wieder, die sie wohl kaum gesehen haben in den letzten paar Wochen. Lukas Fürler, Topleistung, vor allem eben auch in dieser Finalserie, wo man immer gesagt hat, der Torhüter wird auch den Unterschied ausmachen und vielleicht auch der Captain, denn der steht jetzt bei Annette Fetscherin. Matthias Seeger, bitte. Ja, er muss gerade noch Gratulationen entgegennehmen, wie das natürlich so ist nach einem Meistertitel. Ich probiere trotzdem dazwischen zu gehen. Matthias Seeger, das ist schon Ihr 50. Meistertitel mit der ZSC Lions. Wenn ich sie so anschaue, dann habe ich das Gefühl, man gewöhnt sich nicht daran. Ich glaube, so, das gewöhnt man sich nie. Meine, es ist ein sehr spezieller Playoff. Ich glaube, wir hatten eine relativ einfache Saison. Wir sind ein bisschen zu einfach durchgelaufen und es ist immer gefährlich. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir zwei Serien über sieben Spiele gegangen sind. Und dass wir so auch wieder in den Kopf bekommen, wie man unseren Spielen in den Playoffs. Ich glaube, das haben wir gemacht im Finale. Ich glaube, Kloten war sehr dezimiert. Es war sehr schwierig für Kloten, aber trotzdem ein Kompliment, wie sie so dezimiert gekämpft und gespielt haben. Ist Ihre Aufgabe als Captain, gerade weil es eben so einfach war in der Saison, ein bisschen andere als bis jetzt? Es ist immer schwierig. Ich meine, es ist nicht nur die Aufgabe des Captain, aber ich glaube, es war die Aufgabe von uns allen, um wirklich ein cleveres Spiel zu finden. Und wir haben lange gebraucht, bis wir es gefunden haben, aber schlussendlich haben wir es gefunden und wir sind alle sehr glücklich. Schade, dass der Finale entschieden wird im Penaltyschiessen, aber so ist Schweiz Eishockey halt und wir nehmen den Titel auch so und sind sehr glücklich. Okay. Und weg ist er, weil er hat seine Frau gesehen, die er schon längstens wird. Gut, die Küsse entgegennehmen. So, und jetzt haben wir den Trainer noch bei uns, Mark Crawford, your Swiss champion with the ZSC Lions. How did you make it possible tonight? Well, I didn't do very much. I mean, it's the players. And the players, that's why you're so happy to see them celebrate after a win. They know that they've been through the ringer. They've been through the battle for the last 6 weeks. And it's been very hard fought and very gratifying to win. But I'm very happy for them. Especially the ones that have won it for the first time. You know, that's so special, that feeling. Have there been any moments in this playoffs when you were in doubt if it is possible or not?
Well, you always have a little bit of doubt, but, you know, our guys had a lot of perseverance, and they really played hard. And, you know, we keep telling them all the time, have good habits and play hard, and everything else kind of takes care of itself. 18 years ago, you won the Stanley Cup. Now you're Swiss champion, so I guess you don't want to wait 18 other years. No, absolutely not. I don't want to have to wait that long. Winning is a lot of fun. This time around, though, like I really know how much it means to the players. And you know, as a coach, it's great, but for the players, it's so, so special. So enjoy. Thanks a lot. Leicht heiser jetzt doch schon bald, und das wird sich nicht mehr ändern. Heute Abend, da bin ich mir sicher, hat sich vor allem für die Spieler eben gefreut, die durch diese Schlachten gegangen sind, hart gearbeitet haben für den Erfolg, und vor allem gönnt er es den Spielern, die zum ersten Mal hier diese Trophäe gewinnen können. Und für ihn war es nicht die allererste, aber er hat schon lange warten müssen und hat gesagt, er will nicht noch einmal so lange warten, denn winning is really fun hier. Und das sieht man ihm auch an. Alles echt, das also der Goldkeks von Mark Crawford. Tennessee Lions sind Schweizer Meister 2014. Und mit diesen Impressionen gebe ich dann zurück. Ja, Morgan, tut mir leid, es gibt kein Morgan in der Saison 2013, 2014. Jetzt zuerst einmal.